Die Lok hält im Folgenden alle für die notwendigen Systeme hoch. Keine Angabe möglich, bis eine weitere Meldung erscheint. Also haben wir hier im Aufrüstenmodus im automatischen und hier ist unsere Aufgabe. Hallo Kollege, du fährst heute den Intercity 2005 auf seinem letzten Teilstück von Villingen bis Konstanz. Dein Kollege ist zudem pünktlich mit Zug aus Richtung Emden eingefahren. Unterwegs sind keine Probleme gemeldet, es sollte also eine entfernte Fahrt für dich werden. Nachdem du in Konstanz angekommen bist, wirst du deinen Zug dort in die Abstellanlage bringen, danach ist für dich erstmal Feierabend. Der Fahrplan bietet ab Donaueschingen einige Reserven, sodass es nicht notwendig ist, die jeweilige Höchstgeschwindigkeit voll auszufahren. Empfohlen sind maximal 130 km/h. Dein Ebola-Fahrplan beginnt auf Seite 1 des gewählten Fahrplanes. Die zu fahrenden Geschwindigkeiten und die geplanten Halte sind dem Ebola-Fahrplan zu entnehmen. Gute Fahrt. Ja, und damit Servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt hier im Train Simulator 2019. Die Lok wurde ja sowieso jetzt automatisch aufgerüstet. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist uns hier die AFB noch einzuschalten. Dann können wir den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung bewegen und natürlich die Türen öffnen, damit unsere Passagiere einsteigen können. Schalten wir das MFD hier mal auf die Nachtansicht um. Dann würde ich sagen, wir stellen uns die AFB mal auf die maximal 45 oder 40er mal hoch jetzt mal für die Ausfahrt hier. Soweit haben wir ja dann alles schon vorbereitet. Wie gesagt, hier haben wir ja sogar unseren Ebola-Fahrplan hier. Wir stehen hier in Villingen. Das Signal würde uns schon Ausfahrt erlauben. Da kommt eine BR218 mit Doppelstockwagen angefahren. Landmäßig Abfahrt haben wir um 15.31 Uhr. Unterwegs sind wir hier in der schönen Baureihe 218 von Virtual Railroads. In dem Repair-Paket nicht hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Unsere Loknummer ist die 101067-7. Da fahren wir heute mal in einem etwas ungewohnten Modus. Wir haben die Lok direkt am Steuerwagen angekoppelt und hinten am Zugschluss haben wir den normalen Waggon am Ende hier. Da wollte ich jetzt nicht hin. So, hier sehen wir unseren Zug. Hier sehen wir unseren Kollegen mit der 218er, die im Bahnhof eingefahren ist. Und nachdem wir jetzt oder die Türen geschlossen sind, verriegeln wir die Türen hier einmal und lösen die Bremse. Und dann gibt es hier mal Leistung auf die Fahrmotoren. Zugkraft vorgewählt. Fahren wir hier mal mit gemäßigter Zugkraft aus. Das Wechselblinken aus der PCB, da können wir uns befreien. Links abgestellt auch noch eine BR218. Und heute haben wir mal Vorfahrt vor dem Güterzug, der hier links warten muss mit dem Taschenwagen. Auch mal nicht schlecht, wenn einmal die anderen auf uns warten müssen und nicht immer umgekehrt. Die Ausfahrt wird uns hier mit 90 erlaubt. Dann stellen wir die AFB mal dementsprechend hoch. Die Anweisung war ja, dass die Mittelbeleuchtung können wir uns vielleicht noch einschalten. Wir brauchen ja nicht schneller fahren als wir 130. Nochmal eine BR218. Diesmal gefahren vom Steuerwagen. Begrüße auch die in Villingen neu zugestiegenen Fahrgäste mit der City der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Das ist aber auch nett hier mit den Ansagen.
beschleunigen auf die 130, die uns empfohlen worden sind. Einen Blick nach draußen riskieren. Brausen wir hin mit unserem Intercity. Der Kollege ist hier im Abstellgleis oder ist hier. Zumindest wurde der Strom hat nicht mal der Lok abgerüstet. So, haben wir so eine Reisegeschwindigkeit erreicht, wie man so schon sagt. Schöne Fahrtaufnahmen machen hier. Zumindest haben wir mir jetzt einmal freie Fahrt vor dem Güterverkehr. Schauen wir mal, was uns sonst noch erwartet, als hier auf der Strecke. Gewohnten Güterverkehr ist natürlich, dass wir jetzt in den Bahnhöfen nicht mehr durchfahren dürfen oder sollten, sondern müssen halt an den entsprechenden Haltepunkten natürlich auch stehen bleiben. Nächster Halt ist Donaueschingen. Also einige Halte, die wir hier abarbeiten müssen in unserem Fahrplan, in unserer Auftragsliste. Und zum Schluss haben wir dann in Konstanz angekommen und den Zug noch in die Abstellung zu fahren. Schönes Wetter hier heute, 15.35 Uhr nachmittags. Jetzt sind wir mal auf den interessanten KI-Verkehr noch gespannt hier. Kommt uns eh schon etwas entgegen. Mit wieder Taschenwagen. Nicht genau lesen können, aber müssen wir uns jetzt dann bei 95,2 kommt also bald die Tempoänderung hier auf 80, bei 96,8. Mal schauen, dass wir den Ebola-Fahrplan ein bisschen lesen nebenbei, wenn wir ihn schon installiert haben. Und dann runter auf die 85 beziehungsweise auf die 80 runter. AFB entsprechend runterregeln.
jetzt möchten wir das wieder aus. Dann können Sie auch befreien. Hier Tempo 80. Zugansagen. Können hier mal die Leistung wegnehmen. Und uns auf die Einfahrt in den Bahnhof vorbereiten. Während unser Kollege hier im Regional den Bahnhof verlässt, müsste aber auch eine B101 gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Rechts haben wir zwei MRCE-Loks abgestellt. Ja, jetzt muss man schauen, dass man den Bahnhof auch gut ins Visier nehmen, sage ich jetzt mal, da wir doch noch eine ordentliche Zuglänge haben. Türfreigabe hätten wir schon. Und wir kommen zum Stehen und öffnen die Türen für unsere Fahrgäste. Die AFB wieder auf, stellen wir es einfach mal auf die 130 hoch, wenn es uns schon so angepriesen worden ist, dann wird das ja auch leicht ausreichend sein, wenn uns das Szenariobauer schon vorschlägt. Machen wir noch ein schönes Foto in Eschingen, in Donaueschingen, Entschuldigung. Schauen wir wieder rein, die Türen sind geschlossen. Dann verriegeln wir die Türen auch wieder. Die sind bereits verriegelt. Sehr schön. Dann können wir die Bremse lösen und unsere Fahrt fortsetzen. Nächster Halt ist dann Immendingen. Können wir hier unseren Ebola-Fahrplan nochmal auf die nächste Seite vorstellen. Das Szenario hier ist aus dem Weltsim-Forum. Da kann ich euch natürlich auch gerne den Link in die Videobeschreibung wieder eintragen. Dann könnt ihr euch das Szenario mal raussuchen, schauen, ob ihr das passende Rollmaterial habt und auch mal viel Spaß damit haben. Im
IC2005 oder IC2005. Schöne Vorbeifahrt hier wieder. Auch alle in Donau-Eschingen zugestiegenen Fahrgästen ein recht herzliches Willkommen. Wir müssen den deutschen Bahnautomaten nach Konstanz. Unser nächster Halt wird dann Immendingen sein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser Zugbegleiter hat unsere neu eingestiegenen Fahrgäste freundlich begrüßt. Schaut es ja nach dem Monitor oder nach der F23 auch gut aus, wenn man wirklich komplett den Fahrplan. Sollten also um 15:52 Uhr in Immendingen ankommen und die errechnete Zeit ist im Moment 15:51 Uhr. Ich kann mir da trotzdem mal den Luxus leisten. Und wenn wir schon 140 Streckengeschwindigkeit fahren dürfen, beschleunigen wir auch noch ein bisschen hoch. Sehr schön auch wieder die Fahrgeräusche außen zu hören, in der Realität. Das Auto wieder verschwunden, hier rechts auf der Straße, ein kleiner Anzeigefehler. Trailers abgestellt. Vorsignal zeigt Fahrt erwarten. Wirklich ein schöner strahlender Sonnentag hier. Alles schön hell erleuchtet. Alle leuchten uns auch freundlich grün entgegen. Den wir durchfahren werden. Das ist aber ein großer Parkplatz gewesen auf der linken Seite. Das ist scheinbar ein beliebtes Pendlerziel sein hier oder ein größerer Arbeitsplatz. Was kommen uns denn da entgegen? Kesselwägenchen. B189 Railion mit DATX Kesselwagen. So, hier können wir die Leistung etwas zurücknehmen. Das Signal zeigt ja Fahrt erwarten.
hier mal nur kurz die AFB etwas zurückregeln auf die 120. Bremsen hier. Ja, fast eine Punktlandung. Knapp drüber gewesen, würde ich sagen. So, hier dürfen wir dann wieder 10 km/h mehr fahren. Signale hier wieder auf der Strecke. Störung im Zugfunk wieder mal. Das soll uns aber bei dieser schönen Fahrt hier nicht belasten. Wir unterqueren hier mal die Autobahn wieder. Dingen. Das nächste wird jetzt noch der kleine Haltepunkt Immendingen Zimmern. Auf der Kurve sehen wir schon, dass das Signal grün entgegenstrahlt. Weiter vorne ist aber am Blinken, das heißt, wir haben hier wieder eine Geschwindigkeitsänderung zu erwarten. Das ist die Ankündigung für die 110. Dann müssen wir sowieso schon langsam mal unseren Halt vorbereiten, sage ich jetzt mal in Immendingen. Dann in wenigen Minuten unseren nächsten Halt Immendingen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die dort aussteigen, und bedanken uns bei Ihnen für die Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg in Immendingen befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Die Geschwindigkeitsankündigung für Tempo 80, die aber erst nach dem Bahnhof dann gültig ist. Vorher sowieso jetzt mal hier stehen bleiben. Schön in Immendingen. Das sind eine Menge BR218 hier unterwegs. Rechts abgestellte Schiebebahnwaggons. Wir schon mal. Gehen wir mal ein kleines Stück vor und dann bleiben wir hier stehen. Schauen wir mal, ob wir unseren Zug hier richtig im Bahnhof untergebracht haben. Sieht sehr gut aus. Am Zugende mit unseren roten Schlussleuchten. Die Türen öffnen sich. Viele Passagiere in der ersten Klasse, wie wir sehen. Hier haben wir einen AVMZ-Wagen
Mit dem Waggon dürften wir 200 Stundenkilometer schnell fahren. Zugelassen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Stationiert bei DB Fernverkehr AG in Berlin-Rummelsburg. Jetzt haben wir dann noch die ganzen Zugdaten drauf. Schauen wir mal die zweite Klasse Waggons, hier das Bordrestaurant, wo es immer gutes Essen und etwas zu trinken gibt für unsere Passagiere. Zweiter Klasse Großraumabteil in einem BPM BZ 295.8. Das wird eigentlich dann der restlichen Waggons auch hübsch noch als zweiter Klasse Waggons sein. Und unser Steuerwagen ist ein BPM BDZF 296.1. Ja, kommt der Kollege noch entgegen, gebraust wieder mit einem Güterzug. Können wir vielleicht hier mal draußen stehen bleiben und die Türen beim Schließenvorgang mal beobachten. Diese Schiebetüren hier zugehen und das Trittbrett unten einfährt mit dem Schließton. Damit hier alles wieder druckdicht geschlossen ist. Schauen wir mal, die Türen müssen wir noch verriegeln wieder. Aus der PZB können wir uns befreien. Unsere Geschwindigkeit mit der AFB auf die 80 Stundenkilometer runterstellen. Dann lösen wir hier einmal die Bremsen. Und dann gibt es wieder Strom auf die Fahrmotoren. Ein Ausfahrteam-Stellwerk Immendingen. Dann können wir noch unsere nächste Seite in unserem Ebola-Fahrplan umschalten. Wir grüßen auch die in Immendingen zustehenden Fahrgäste mit der City der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz. Unser nächster Halt ist dann gegen 16.16 Uhr in Singen-Rothwil. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Wieder eine nette Durchsage unseres Zugbegleiters. Hier den Berg hoch. Anfahrt auf unseren ersten Tunnel.
wir durchfahren wieder den Mühlener Tunnel mit einer Länge von 180 Metern. Vorsignalwiederholung zeigt uns wieder Fahrt erwarten an. Da sehen wir wieder, dass wir jetzt eine Umstellung auf das Vorsignalsystem haben. Muss auf uns. Ein Zug mit Schiebewandwagen. Schon etwas ältere Modelle, alles angerostet, bisschen mit Graffiti besprüht wieder. Die Zuglokomotive dürfte eine 145 gewesen sein. Bergab fahren mit Tempo 80 und dann können wir wieder 10 Stundenkilometer mehr Geschwindigkeit ausfahren. Anfang hat sie eine Tunnellänge 900 Meter. Mal kurz hochstellen. Gar nicht so stark beschleunigen, lieber Zug, weil das kannst du gleich wieder zurückspeisen mit der E-Bremse. Jetzt können wir wieder einiges an Leistung oder an Strom zurückspeisen. Der aktuelle Energieverbrauch liegt bei 419 Kilowattstunden. Speiseleistung im Moment 45 Kilowattstunden. Wird noch ein bisschen jetzt dazukommen hier den Berg runter. Und wieder ein Schweizer Kollege mit SBB Reisezugwagen. Sein, da brauchen wir nicht anhalten. Das nächste ist auch nur der Überquerungspunkt bei der Singen einfach. Gut, Singen ist dann auch nicht weit weg. Jetzt, wenn wir unseren Ebola-Fahrplan ansehen mit Tempo 90. Das war das Selbstblocksignal 71 bei Kilometer 127,1. Das heißt, das nächste Selbstblocksignal mit der Nummer 73 müsste bei 130,8 Kilometern stehen. 130,8 Streckenkilometern, also in 3 Kilometern. Nicht gemacht vom Aufgabenersteller, dass uns hier auch ein Ebola-Fahrplan eben mitliefert. Den müssen wir mit einem kleinen Tool, mit dem Ebola-Helper von VR noch zusätzlich installieren und aktivieren. Ist aber eine recht einfache Anleitung mit dabei, wie das funktioniert, wenn es jemand auch nachstellen möchte.
und da 500 Meter auf das nächste Signal haben. Wenn wir unseren Kollegen wieder entgegenkommen sehen, Doppeltraktion, Schiebebau gemischt dazu. Hier nehmen wir das Signal bei Kilometer 130,0. Selbstblocksignal 73, konnte man ganz kurz lesen an dem Schild, das am Signalmast befestigt war. Das Signal ist dann bei 133,7 Kilometern. Das ist das Einfahrtsignal, wie wir hier lesen können. Hier eben bei Streckenkilometer 133,7 das Einfahrtsignal. Wenn wir dann umschalten, sehen wir eben, dass das das Einfahrtsignal für Engen ist. Dort müssen wir aber nicht halten. Wir sind Haltepunkte hier im Ebola-Fahrplan eingetragen. Da wo die Uhrzeit steht, mit nächster Halt Singen, genau. Hier sehen wir das Ganze dann eben angezeigt. Wir konzentrieren uns wieder hier auf unsere Strecke. Streckenkilometer 134,6 müsste das sein, eine Geschwindigkeitsminimierung wieder auf 80 haben. Bis ab dann 80, weiß ich jetzt nicht genau, können wir jetzt mal schauen. Aber es ist schon toll gemacht mit so einem Ebola-Fahrplan hier. Da kommt die Geschwindigkeitsvorankündigung für die 80. Die bestätigen wir jetzt hier mal, obwohl hier kein Magnet gelegen ist. Aber ein anderer Train Simulator YouTuber hat ja mal gesagt, wir bestätigen ja keine Magneten, sondern wir bestätigen ja Signale. Und ich glaube, dass man eben alle Signale, die einstellig sind, oder alle Vorankündigungstafeln eben bestätigen muss. So, ab hier dann die Geschwindigkeitstafel für die 80. Ab hier gültig. Engen brauchen wir nicht halten, da können wir einfach durch. Dann müssen wir mal durchrollen. Hier rechts wieder ein kleiner Discounter, was heißt größerer Discounter, wie wir es gelesen haben. Dann steht auf dem Gleis ein Flirt 3 Seehaus. So, hier wieder Ausgang vom Bahnsteig. Das Werbetäfelchen oder die Einfahrt zu unserem nächsten Discounter. Aurelion B185 wahrscheinlich. Rechts eine Tankstelle. Ja, das ist unser Führungszug mit ziemlich bunt gemischten Waggons. Und wieder eine kurze Störung im Zugfunk. Glaube ich auch mal eine nette Abwechslung, weil ich glaube bis Konstanz sind wir eh noch nicht durchgefahren, weil mit den Güterzügen, die wir bis jetzt hier auf der Strecke gefahren haben, sind wir nicht so weit gefahren wieder zurück. Ich weiß, dass es eine Geschwindigkeitsübertretung war, ich wollte jetzt einfach nur nicht mehr bremsen, weil wir sowieso gleich auf die 130 hochbeschleunigen dürfen.
136,8. Das heißt, bei 137,7 kommt das Ausfahrtsignal. Wie wir im Ebola-Fahrplan lesen können, das ist hier zu sehen. Ich weiß noch nicht, was das Zeichen hier bei 137,9 hat. Was das Zeichen hier bei 137,9 oder hier bei 135,2 bedeutet. Muss ich nochmal nachlesen, oder ein erfahrener Triebfahrzeugführer kann das kurz in meine Kommentare reinschreiben. Schauen wir uns mal wieder nach einem schönen Platz um für eine nette Vorbeifahrt. Derweil unser Zug hier den Bahnübergang passiert. Und am Horizont verschwindet. Dann hopsen wir mal wieder in den Führerstand. Und sehen hier wieder den Stadler Flirt 3. Seehaus an uns vorbeiziehen. Jetzt hier wieder so eine kleine Ortsdurchfahrt. Aus der Froschperspektive auf unseren Zug. Da sehen wir aber nicht viel. Dann nehmen wir lieber diese Kameraposition ein, hier würde ich sagen. Hier wieder eine schöne Kurvendurchfahrt. Ist auch schon eine bekannte Transporter-Position hier, würde ich sagen, von uns. Jetzt sehen wir hier schon die schöne Kurvenüberhöhung, wie sich der Zug hier leicht neigt, um der Kurve zu folgen. Vorsignal zeigt uns auch wieder Fahrt erwarten, so mögen wir das. Unter der Autobahnunterführung durch. Und vor uns sehen wir oben schon dann wieder die Burg Hohentwil-Thronen. Ist das die Burg Hohentwil oder die Feste Hohentwil? Das weiß ich jetzt auch nicht, wie man das genau bezeichnet. Gibt es dann Ortskundigen, der das einmal kundtun kann in den Kommentaren. Wir nehmen uns jetzt dann den Bereich des Bodensees wieder hier. So eine Tempoankündigung oder Ankündigung für 70 sehen wir auch im Ebola-Fahrplan hier oben noch. Das wird jetzt aber keine BR218 mehr sein, aber das wird eine BR101. Können wir vielleicht auch trotzdem gleich mal die nächste Seite wieder anwählen. Da müsste nämlich auch noch draufstehen, weil der letzte Eintrag ist immer der erste Eintrag auf der nächsten Seite. Das ist nur bei Kilometer 148,0. Also in knapp 1,6 Kilometern. Das heißt, dann können wir uns ja schon nochmal darauf vorbereiten, dass hier irgendwann noch eine Geschwindigkeitsankündigung kommen wird. Und da ist sie schon. Wir erreichen dann in wenigen Minuten seine nächsten Halte, Singen am Rotwil. Dort haben Sie Anschluss an
Erwarten. Also müssen wir noch weiter mit der Geschwindigkeit runter reduzieren. Wurde einiges an Rollmaterial abgestellt worden von unserem Szenarienbauer, sehr schön. Unter den 30 Kilometern hätten wir schon. Aber wir wollen die Leute ja nicht aus dem fahrenden Zug schmeißen oder die anderen Fahrgäste zwingen, aufzuspringen. So, schauen wir mal, dass wir hier bei der Hardtafel zum Stehen kommen. Circa. Türen werden freigegeben und können geöffnet werden. Wir können die AFB-Lärme auf die 60 runterstellen, die uns am Signal oben angezeigt werden. So, dann können wir uns vielleicht kurz hier mal auf den Bahnsteig begeben. Hier im Bahnhof Singen ein nettes Foto machen. Schauen wir mal kurz, was hier alles abgestellt ist. RE5 Falkenberg Elster. Da hat ja der nette Zugbegleiter die ganzen Anschlussmöglichkeiten durchgesagt vorhin. Hier haben wir eine BR423. Wieder mal von der S-Bahn München. Ja, das ist aber ein bisschen weit weg vom normalen Arbeitsplatz, würde ich sagen. Ist wahrscheinlich ausgeliehen worden hier. Dann haben wir hier vorne einen Kollegen mit einer B185, der auf Fahrt wartet. Das ist, glaube ich, ja so bei den abgestellten Loks im Trend-Simulator beim KI-Verkehr, dass die mit den Stromabnehmern herunterstehen und erst wenn es Ausfahrt ist, wird der Stromabnehmer gehoben und das Ding braust los. Hier einmal die Cargo-Variante mit dem Logo der SBB CFF FFS. Da haben wir die Baureihe 482, genau die Loknummer 046-0. Wo haben wir wieder eine Doppeltraktion BR218 mit auch wieder Taschenwagen und bunt gemischten Trailern hier hinten drauf. Bringen wir wieder kurz zurück hier in unseren Führerstand. Oh, da kommt eine Lok in der Durchfahrt. Auch wieder eine Überführungsfahrt, so wie es aussieht. Wir verriegeln hier mal unsere Türen wieder. Wir lösen unsere Bremsen. Befreien uns aus dem Wechselblinken von der PZB. Und können Leistung aufschalten.
Das Signal brauchen hätten wir jetzt nicht bestätigen müssen. Im Moment haben wir aber nicht viel Spiel im Fahrplan, wenn man das hier unten so sieht. Nächster Halt Radolfzell. Hier fahren wir dann aus Singen aus, wo die meisten unserer Güterszenarien ja zu Ende war. Und jetzt ist einmal wieder eine Premiere, die Weiterfahrt hier Richtung Konstanz. Wir begrüßen auch die in Singen noch neu zugestiegenen Fahrgäste mit der City der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz. Unser nächster Halt ist dann in Kürze Radolfzell. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Das wünschen wir doch auch. Wenn wir schon die Möglichkeit einmal haben, dann werden wir hier einmal jetzt die 160 ausfahren. Und hier vorbei am großen Container Terminal hier auf der rechten Seite. Da werden wahrscheinlich jetzt die beiden BR218, die umgeladen. Nein, das waren ja Taschenwagen, das waren ja keine Containerwagen. Sonst hätte ich gesagt, dass die beiden BR218 hier die Waggons in die Abstellung, in die Zugbildung Singen gebracht haben, wären dann wieder abgekoppelt worden und hätten auf ihre richtige Zuglokomotive gewartet. Ja, gibt es mir ein bisschen Leistung hier mal. Zeigen kann oder die Lok mal zeigen kann, was sie drauf hat. Schneller wie die 160 dürfen wir ohne LZB sowieso nicht fahren. Das ist 380,7, 387,6. Sind wir noch auf der richtigen Seite, ja. Bis zu 393,8. Geht auf Ebola-Fahrplan jetzt auf dieser Seite hier. So, da gehen wir uns jetzt mal in den schönen Beifahrt hier. Es geht schon etwas flotter wie mit den Güterzügen hier mit Tempo 100 maximal. Ist hier dann eh schon wieder vorbei, wie wir sie am Ebola-Fahrplan sehen, ab dem Kilometer 392,6. Beim Einfahrtsignal von Radolfzell haben wir Tempo 100. Das heißt, wir können die Leistung schon mal getrost wegnehmen hier. Da liegt jetzt ein Magnet, also bestätigen wir das Signal einmal zur Sicherheit. Ah, ich habe den Leuchtmelder nicht gesehen. Bestätigt hätten wir es noch immer unter die 85 runtergemusst, etwas schneller. Wenn der Leuchtmelder wirklich an war, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, warum uns die Zwangsbremsung hier eingegriffen hätte. Weil wir eben nicht schnell genug unter den 85 waren.
Aber die werden wir jetzt aber nicht aufmachen hier mitten auf der freien Fläche. Schade. Die wäre ja fast zwangsbremsungsfrei ausgegangen, die Fahrt jetzt. Aber hat uns wieder doch leider erwischt. Ich konnte jetzt wirklich nicht erkennen, ob der Leuchtmelder an war, aber ich gehe mir davon aus, weil das Signal hätte ich eigentlich bestätigt. Dann hätten wir eben runter müssen auf die 85. Und da haben wir eben die Bremskurve nicht eingehalten. Deswegen hat uns eben die PZB hier zum Stillstand gebracht. Aber das bestätigen wir jetzt auch mal auf alle Fälle. Wir erreichen dann Ihren Zug an den nächsten Halt, Radolfzell am Bodensee. Sie haben noch Anschluss an einen Zug der Hohenzollerischen Landesbahn nach Stockach über Staringen und Menzingen. Die Abfahrtszeit um 16.52 Uhr von Gleis 1. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Radolfzell aussteigen. Sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Radolfzell in Fahrtrichtung rechts. Na, hoffentlich sind da noch nicht viele im Gang gestanden. Wie wir es kennen, dass die meisten schon im Aufstehen, Kilometer lang, bevor man im Bahnhof überhaupt zum Stehen kommt, weil die werden jetzt natürlich auch ein bisschen nach vorne gezogen worden sein bei der Bremsaktion. So, hier stehen gleich zwei Lokomotiven in Abstellung. Schön nebeneinander aufgereiht. Die 185er Schnuckis. So, hier beginnt noch der zugewucherte Bahnsteig schon. Rechts noch eine gute altmodische Telefonzelle stehen sehen. Werden auch nicht mehr allzu viele aufgestellt sein bei uns in Deutschland hier. So, wieder ein bisschen vor bis zur Radtafel hier. Türen auf, so hast Türen freigegeben. Kann hier mal einen kleinen Blick auf den See werfen. Schön hier mit dem Freilufttheater hier. Mit unseren kleinen Yachten und Booten hier im Anleger. Sehr schön. Könnte man noch ein bisschen mehr Atmosphäre hier einbauen. Bisschen mehr Leute hier hinsetzen auf die Parkbank. Und wieder 218er. Viel gedieselt hier heute unterwegs. Das in Zeiten von Fahrverboten in den Städten für Diesels. Aber auf den Schienen gibt es da kein Problem. Scheinbar haben unsere BR218 immer noch die notwendigen Feinstaubuntersuchungen und die Werte eingehalten. Radolfzell müssen wir um 16.28 Uhr verlassen. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um uns hier umzusehen. Hier warten eine Menge Busse auf der anderen Seite. Wir haben auch noch eine Telefonzelle. Hier wartet die Linie 21a auf Fahrgäste. Schön hier diese modernen Wartehäuschen. Hier der aufgestellte Busfahrplan. Ah, das ist der Abfahrtsplan von der Bahn. Und dann auf der anderen Seite die Ankunftszeiten. Ah, das ist beides Abfahrtspläne. Hier haben wir wieder unseren RD5. Kleiner Markt hier am Bahnhof, Tabakwaren, Süßwaren, Zeitschriften, Filme,
Film wird wahrscheinlich auch keiner mehr brauchen. Hier der Fahrkartenautomat und die bekannten Schließfächer der Deutschen Bahn. Hier unsere 218er. Die 218-260-8 in Verkehrsrot. Ah, hier haben wir sogar unsere Wagenpläne, dass die Fahrgäste wissen, in welchem Bereich des Bahnsteigs, dass sie warten müssen oder sich hinbegeben müssen, um ihren richtigen Waggon zu finden. So, die Türen verriegeln. Einen Blick auf unsere 201-067-7 werfen. Wir lösen die Bremse. Und dann gibt es hier Zugkraft. Dann können wir hier mal gemütlich in der Mitfahrt die Ausfahrt genießen. Nette Kombination hier mit dem Steuerwagen und der Lokomotive voraus. Ja, schauen wir wieder in unseren Führerstand zurück hier. Eine Zwangsbremsung reicht mir. Wir dürfen eh nicht schneller wie 70 fahren. Tafel 395, das heißt eine Seite umschalten hier. Wir begrüßen auch die in Radolfzell noch neu zugestiegenen Fahrgäste mit der City der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Das sind dann die letzte Seite unseres Fahrplanes, wenn wir Konstanz erreicht haben, aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir können hier etwas hochbeschleunigen wieder. Das ist die 110, nächste Steigerung hier ist dann Tempo 140 bei Kilometer 396,9. Sehen wir unseren Zugverband um die Ecke biegen. Vorsignal mit der Geschwindigkeitstafel 14, also ab hier 140, sobald der Zug das Signal komplett passiert hat. Nutzen wir ruhig die Geschwindigkeit aus hier. Campingplatz auf der rechten Seite. Da stehen die Häuschen zwar ein bisschen in der Luft, aber auch sehr schön. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
auch nachdem die Strecke schon oft abgefahren ist, doch wieder Neuigkeiten, die man hier sieht. Wie gesagt, in die Richtung sind wir es, glaube ich, noch nicht bis zum Ende durchgefahren nach Konstanz, immer nur von Konstanz weg in der Gegenrichtung hier. Das ist also einmal schön, hier die restliche Strecke noch komplett fertig zu fahren. Sieht man halt hier noch ein bisschen was von der Landschaftsfläche. Hier sind auch in den Ortschaften noch keine Schallschutzwände verbaut. Ich weiß nicht, ob das aktuell auch noch so ist oder auf welches Baujahr, sage ich mal, oder auf welches Jahr diese Streckenimplementierung von VR hier umgesetzt worden ist. Wieder lustig in der Landschaft dann die Frösche quaken zu hören. Auch immer wieder toll diese Soundkulisse hier draußen. Zugfunk wieder. Kilometer 104,4. Das ist der nächste Haltepunkt Wehr oder Hegne bei 105,6. In 600 Metern. Da sehen wir es schon. Das wäre also der Haltepunkt Hegne. Kurz dahinter das Selbstblocksignal 5. Das ist es hier. Das nächste werden die Haltepunkte Reichenau. KN wird wahrscheinlich Konstanz Wolmating und Konstanz Fürstenberg sein. Im Moment liegen wir beim Stromverbrauch von einem Energieverbrauch von knapp 800 Kilowattstunden, zurückgespeist haben wir derzeit 146 Kilowattstunden. Da ist eine Gärtnerei mit großen Gewächshäusern hier rechts zu sehen. Sehr angenehme Fahrt hier wieder bis runter nach Konstanz. Nett gemachte Aufgabe. Schauen wir mal in unsere Auftragsliste. Bis jetzt haben wir schön alles mit Häkchen erfüllt. Ein Kollege entgegen. Eine einzelne Lok, wieder eine B185. Wahrscheinlich unterwegs sein, um die vorhin abgestellten Containerwagen anzukoppeln und weiter zu befördern. Das ist zwar Taschenwagen, keine Containerwagen. Konstanz Petershausen, können wir unseren Ebola-Fahrplan wieder umschalten auf die letzte Stelle. Da müssen wir also runter auf 120 und auf 50. Hier ist schon mal die Ankündigung für die 120.
gleich mal die Ankündigung für die 60. Jetzt habe ich es aber gesehen. Und gleich ein Halt zu erwarten, zeigen das Signal. So, jetzt haben wir es aber geschafft, unter die 85 zu kommen. Jetzt, liebe PZB. Wie gesagt, eine Zwangsbremsung reicht mir heute. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem letzten Signal loben. Ist das jetzt ein haltzeigendes Signal oder ein... Aber ich glaube schon, dass wir das haltzeigende Signal haben hier. Also nur deutlich runter. Ich will nicht nochmal eine Bremshilfe durch den 500 Hertz Magneten bekommen und da ist er schon. Der kleine... erreichen wir dann unseren Zielbahnhof Konstanz. Dort haben Sie Anschluss an die S14 nach Weinfelden über Kreuzlingen und Lengwil, die Abfahrtzeit um 16.46 Uhr. Dieser Zug wartet für Sie abfahrbereit auf Gleis 1B. An die SBB nach Engen über Konstanz-Petershausen, Reichenau und Allensbach, die Abfahrtzeit um 16.52 Uhr von Gleis 2, sowie an den Interregio nach Zürich Hauptbahnhof, Weinfelden, Winterthur und Zürich Flughafen, die planmäßige Abfahrtzeit um 17.03 Uhr von Gleis 1. Meine Damen und Herren, diese Zugfahrt endet in Konstanz. Wir bedanken uns bei Ihnen deshalb recht herzlich für die Reise mit der Deutschen Bahn, sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Konstanz befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we will reach Konstanz. They have connections to S14 to Weinfelden via Kreuzlingen and Lengwil, departure 1646 from platform 1B. SBB to Engen via Konstanz, Petershausen, Reichenau and Allensbach, departure 1652 from platform 2. And Interregio to Zürich Main Station via Weinfelden, Winterthur and Zürich Airport, departure 7003 from platform 1. Ladies and gentlemen, this train terminates in Konstanz. All passengers are requested to leave the train. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. The exit in Konstanz is on the right side. So, ich wollte jetzt nicht in diese schöne Zugansage reinquatschen. Ich wollte vorhin noch sagen, nicht, dass uns der 500 Hertz hier wieder als Spaßbremse noch reinpfuscht. Schauen wir mal, auf was wir hier warten müssen. Haben wir auch noch. Einen Zug aus Konstanz, der jetzt wieder hier durchfährt, abwarten müssen. Da sehen wir noch nichts kommen. Dann müssen wir hier mal kurz eben hier am haltzeigenden Signal warten. Wir können ja mal einen kleinen Blick mit unserer Drohne nach vorne riskieren. Und hier sehen wir schon unseren Kollegen, der uns hier entgegenkommt. Der uns hier an der Weiterfahrt hindert. Dann sollten wir aber schon wieder Fahrt bekommen haben, jawohl. Also, wir lösen die Bremse, wählen Zugkraft vor, dürfen jetzt natürlich bis zum Signal ein wenig schneller werden wie die 25, weil wir eine 500 Hertz Beeinflussung sind. Das sollte der Magnet oder der Leuchtmelder aber dann gleich ausgehen, wenn wir das fortzeigende Signal überfahren. Und schon ist der Leuchtmelder aus. Dann können wir uns auch hier aus dem Wechselblinken befreien. Jetzt haben wir eine kleine Diskrepanz zwischen dem Ebola-Fahrplan und unserem F3-Monitor, aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal bei den 50 und schauen wir mal, was hier an der Strecke noch signalisiert wird.
Leistung kann man ja noch ein bisschen mehr vorwählen hier. Aber haben wir schon wieder Langsamfahrt erwarten. Also gehen wir jetzt in der 40 runter, würde ich sagen. Und da kommt schon das 40er Schild. Da kommt dann das nächste Signal, das uns ein haltzeigendes Signal ankündigt. Ja, vielleicht kriegen wir doch noch ein schönes Foto schnell hier hin. Das Signal ist ja noch ein bisschen weiter weg hier. Bestätigt wieder. Leistung rausnehmen. Lassen wir mal ein bisschen ausrollen hier. Auch schön, sich einmal von dieser Seite dem Bahnhof zu nähern. Jetzt kommen wir ja immer nur aus dem linken Bereich hier raus. Und wir wechseln auch hier links rüber. So, dann bremsen wir hier noch ein bisschen an. Wie gesagt, bevor die 500 Hertz Spaßbremse kommt, hier sind wir wieder an den Seehaus stehen. Der müsste jetzt auf uns warten. Da stehen zwei Seehaus. Sind das dann zwei Seehäschen? Mehrzahl? Ja, kleiner Scherz am Rande, das muss jetzt einfach mal sein hier. Und ich würde sagen, wir bleiben hier mal gemütlich im Bahnhof stehen und lassen unsere Fahrgäste aussteigen. So, alles raus hier. Das Seehäschen hätte aber Ausfahrt eigentlich. Aber es will scheinbar nicht loshoppeln. Hier haben wir wieder einen Kollegen von der SBB Cargo. Der wartet auch auf Ausfahrt. Darf allerdings noch nicht. Der wird hinter dem Seehaus wahrscheinlich wieder herschleichen müssen. Ah, da ist noch nicht mehr Personal auf der Lok. Aber wir sehen hier den Seehaus ausfahren. Schönes Geräusch hier, das Schleifen der Räder. So, dann können wir den Zug in die Abstellung bringen. Das heißt, wir verriegeln hier die Türen wieder. Für einen Skifahrt müssen wir ja frei sein, wenn ich das Signal unten richtig deute, oder? Fragen wir zur Sicherheit einmal nach, aber wir dürfen hier losfahren. Das ist eine Rangierfahrt, also dürfen wir eh nicht schneller wie 25 fahren. Da würde ich aber mal sagen, wir bleiben mit Sicherheit einmal unter den 20 mit der AFB. Soll die ein bisschen noch uns die Arbeit abnehmen hier zum Feierabend hin. Und dann rollen wir gemütlich hier in die Abstellung.
Natürlich nicht vergessen die Befehl 40 Taste beim Überfahren des Signals. Und natürlich die SIVA nicht vergessen, zu guter Letzt noch. So, Befehl 40 ist ein. Der 500 Hertz Leuchtmelder ist aus. Kann man zumindest auf die 25er MG-Geschwindigkeit hochbeschleunigen. Während wir hier auch noch einen Kollegen wieder mit seinem Güterzug hier einfahren sehen. So, und dabei wir hier in die Abstellung ausrollen, verabschiede ich mich schon mal von euch. Hoffe, dass euch diese Fahrt im Train Simulator gefallen hat auf der Strecke Konstanz-Villingen mit unserem ICE. Würde mich natürlich über ein paar nette Kommentare und Feedback hier unter dem Video freuen. Freue mich natürlich auch, wenn wir uns zum nächsten Video zum Train Simulator hier auf meinem Kanal wiedersehen würden oder zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Ihr dürft natürlich auch gerne meine Videos zum Two Point Hospital derzeit und natürlich zu Transport Fever verfolgen, wenn ihr wollt. Falls euch das alles gefällt, lasst doch dem Video einen Daumen nach oben und ein Like da und abonniert den Kanal. Und weil derweil wir hier schon auf den Quellbock zurollen, sagt lieber Maverick zu euch alles Gute, wünscht euch eine gute Zeit. Und in dem Sinne, verabschiede ich mich nochmal von euch. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Alles Gute und Liebe wünscht euch der Maverick. Thank you.